die Frage leicht umformuliert: Brauchen wir unsere Gefühle noch? Wir haben doch mittlerweile ohne Ende Wissen, Information. Und wir haben Menschen, die mit diesem Wissen und ihrem genialen Verstand uns die Welt erklären können. Warum sind wir nicht einfach so schlau und suchen nach diesen Menschen, nicht nach den falschen Propheten? Da muss man sehr aufpassen, was dummerweise schon wieder Information und Intelligenz verlangt. Und wer das nicht hat, muss sich auf sein gutes Bauchgefühl verlassen. Und da haben wir vielleicht schon einen kleinen Hinweis, warum manche Menschen doch Gefühle brauchen. Nämlich, weil ihre Bildung, ihr Wissen, ihr Verstand, ihr logisches Denken nicht ausreichen, um zwischen richtigen, hilfreichen, nützlichen Propheten und falschen Propheten zu unterscheiden. Ich denke, ich mache es euch da ein bisschen leicht, weil ich bin kein Prophet. Ich bin kein Wissender und ich weise immer darauf hin, dass das, was ich erzähle, Vermutungen sind, quasi Hilfsgedanken, um eben genau das zu werden, was ich gerne wäre, aber nicht bin, nämlich schlau. Und es ist vielleicht auch ein Hinweis für diejenigen, die ehrlich zu sich selber sind und sich sagen, okay, ich bin zwar nicht ganz doof, aber ich kann vielleicht noch dazu lernen. Und wie mache ich das am besten? Vielleicht auch, das wäre jetzt schon ganz großes Wunschdenken, weil es wahrscheinlich nicht passiert. Vielleicht auch ein Tipp für diejenigen, die schon immer glauben, immer alles gewusst zu haben, sich zu sagen, so, ich weiß alles, das ist ziemlich langweilig. Jetzt höre ich mir auch mal den an, aus purer Langeweile. Und wenn ich dann feststelle, der erzählt einiges, was ich doch noch nicht gehört habe, dass ich dann anfange, mir darüber Gedanken zu machen. Brauchen wir eigentlich noch unsere Gefühle? Da ist das Interessante, dass wir uns offensichtlich schon mal einreden, dass Gefühle etwas sind, was den Menschen gemeinsam ist. Jeder kennt Liebe, jeder kennt Hass. Manche haben ihn vielleicht im Griff, vielleicht sogar ganz abgestellt. Manche kommen überhaupt nicht damit klar, werden vom Hass beherrscht. Aber wir haben alle Gefühle. Eingeteilt in Gefühle, die uns gut tun und Gefühle, die uns weniger gut tun. Ich befürchte aber, dass das eben nicht so ist. Dass wir zwar alle Gefühle haben, aber recht unterschiedliche. Auch hier befürchte ich wieder, wie bei so vielen Dingen,
die Genialität des Universums ist die, immer wieder Neues zu erschaffen. Jeder neue Mensch ist ein neues Individuum und er hat andere Gefühle. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt die nächste ganz kecke Behauptung. Diese Gefühle sind nur zum Teil durch die Gene bestimmt. Sofort nach der Geburt sorgt die Welt dafür, dass auf Basis dieser Gene, wohlgemerkt, was anderes haben wir nicht, wir haben nur diese Basis, dass auf Basis dieser Gene sich Gefühle entwickeln. Die werden wirklich erzogen, anerzogen, konditioniert, sozialisiert. Und je nachdem, wie die Umwelt jetzt auf die Basis, also auf die ererbten Gene einwirkt, entwickeln sich in uns Gefühle der verschiedensten Art. Nun habe ich vorhin gesagt, und das glaube ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Es gibt gute Gefühle und schlechte Gefühle. Oder ich will es mal anders unterteilen. Nützliche Gefühle und unnützliche. Wobei durchaus die einen schön sind, aber Vorsicht, sie können großen Schaden anrichten. Stichwort, ich habe mich in eine Frau verliebt. Ich bin glücklich ohne Ende, das schönste Gefühl, das ich je in meinem Leben habe. Nur die Frau ist leider nicht ganz so verliebt. Am Ende interessiere ich sie nicht. Am Ende findet sie mich sogar doof und hässlich. Dann kann dieses wunderschöne Gefühl, wie wir alle wissen und wahrscheinlich auch alle schon erlebt haben, sehr schnell umschlagen in ein ganz hässliches Gefühl. Und der Name sagt es schon, es ist hässlich, weil es hasst. Und Hass ist etwas, was wirklich nicht weiterbringt. Da wären wir jetzt also bei der Sorte von Gefühlen, auf die wir verzichten sollten. Und ich nenne da mal ein paar, die mir gerade so einfallen. Sicherlich ist die Liste nicht vollständig. Auf was wir auf jeden Fall verzichten sollten, weil es einfach nicht weiterbringt. Das ist der Hass. Ich behaupte, dieses Gefühl und so manche andere Gefühle haben eine wesentliche Eigenschaft. Sie sind mit dem Verstand nicht zu begründen. Das heißt, wenn wir unseren Verstand einsetzen, dann begreifen wir sofort, vom Hass haben wir keinen Nutzen. Es geht ganz egoistisch um den Nutzen. Da darf man mal egoistisch sein und sagen, was nützt mir? Da will ich möglichst viel davon. Was nützt mir nicht oder schadet mir sogar? Weg damit. Ab in die Mülltonne. Hass in die Mülltonne. Der Hass hat einige Kumpanen oder Verursacher sogar. Im vorhin genannten Beispiel kann das zum Beispiel die Eifersucht sein, die meiner Liebe im Weg steht.
und die dann sogar zu Mord und Totschlag führen kann in den extremsten Fällen, aber eigentlich seltenst, höchst seltenst bis gar nicht. Dazu unter dem Eindruck, unter dem Regiment der Eifersucht etwas zu tun, von dem man sich und der Welt dann einredet, ich habe das nur aus Liebe gemacht, aus purer Verliebtheit. Nein, nein, da belügst du dich selbst. Man kann aus Liebe nichts Böses tun, das widerspricht sich und widerspricht der Logik. Also wir hatten den Hass, wir hatten den Neid, wir hatten Neid, hatten wir schon? Neid, ja. Neid auf den Menschen, der den Partner hat, den man selber gerne hätte oder das Geld hat, das man selber gerne hätte oder den Beruf oder die berufliche Position hat, die man selber gerne hätte. Arbeitskollegen, die beim Chef beliebter sind als man selbst und dann auch dort befördert werden, wo man gerne selber befördert werden möchte oder Gehaltserhöhung bekommen und man selbst bekommt eben keine. Mal sehen, ob mir noch was einfällt. Hass, Eifersucht, Neid. Naja, mein Gehirn schickt mir gerade nichts, obwohl es eigentlich normalerweise voll ist mit Erfahrungen über Menschen mit schlechten Gefühlen, die auch gern beleidigen, die auch gerne kränken, die auch gerne ungerecht sind. Egoismus, Egoismus. Schlimmste aller Eigenschaften, wenn ich nur an mich denke. Und da habe ich mich auch ein bisschen mit der Idee angefreundet, dass man Egoismus mit logischem Denken als Dummheit erkennen kann. Wenn Leute zum Beispiel fordern Deutschland, Deutschland über alles und keine Ausländer rein. Wenn Leute sagen, die Frau ist dem Manne untertan, das war schon immer so, das ist von der Natur so ausgedacht. Wenn Leute Rassen unterscheiden, also dann will ich ganz klar mal feststellen, ja, da werde ich mir jetzt einige, die das nicht richtig durchdacht haben, zum Feind machen. Ja, es gibt unterschiedliche Rassen und der Soziologe kann wissenschaftlich da durchaus Unterschiede ausmachen. Wenn er das nicht könnte, wäre es ein Banause und kein Soziologe, denn das ist die Aufgabe durchaus der Wissenschaft, auf wissenschaftlicher Basis, das zu erforschen, die Unterschiede, auch die Unterschiede zwischen Mann und Frau, die es gibt, definitiv. Schau dir den Sport an. Da gibt es beweisbare Unterschiede. Deswegen haben wir etwas, wo doch längst der Beauftragte für Antidiskriminierung auf die Barrikaden gehen müsste und sagen müsste, hallo, 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 wieso starten im Jahr 2023 immer noch die Frauen in einer eigenen Sportwelt, getrennt von den Männern? Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Es gibt Unterschiede. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich zufällig ein Mann bin
und deswegen im Sport quasi zur, ja, wie will ich es nennen, von der Natur bevorzugten Clique gehöre. Um dann festzustellen, dass es natürlich ohne Ende Frauen gibt, die trotzdem besser sind in dieser Sportart, obwohl sie in Gänsefüßchen Frauen sind, nur Frauen. Und ich als Mann ihnen doch überlegen sein müsste. Also, was müsste denn die eigentliche Forderung sein, wenn Menschen gegen Diskriminierung sind? Diskriminierung ist ja immer, dass man manche Menschen bevorzugt behandelt und andere benachteiligt. Nichts anderes ist die Diskriminierung. So ist sie entstanden, so hat sie sich entwickelt, so ist sie von denen, die davon profitieren, hofiert worden. Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hat man über Religion, Kultur und Bildung dafür gesorgt, dass dieses System so bleibt. Und zwar genau die Menschen, die A, von diesem System egoistisch profitieren, nicht im Interesse der Allgemeinheit, sondern egoistisch, und die B, dadurch, dass sie dieses System zu 100, wenn nicht sogar zu 5000% brutal ausnützen, Strukturen geschaffen haben, damit das alles so bleibt. Man nennt das konservativ. Alles so lassen, wie es ist. Die ganzen kulturellen, religiösen, politischen Grundvorstellungen so lassen, wie sie seit Jahrtausenden sind. Wenn man das so haben möchte, die eigenen Vorteile sichern, die eigene Macht sichern, und Macht ist ja immer Voraussetzung, um dann Vorteile zu haben und zu sichern, das funktioniert unendlich gut, sorgt für eine jahrtausendelange Ungerechtigkeit. Aber auch, wir sehen es jetzt wieder ganz brutal in der Ukraine, es sorgt für Krieg. Für die schlimmste und barbarischste aller Zustände menschlichen Zusammenlebens. Es wäre ja naiv und wird teilweise auch wieder genau von den Menschen, die ich gerade beschrieben habe, so dargestellt, als hätten wir gerade einen einzigen Krieg und als wäre ganz klar erkennbar, wer in dem Krieg der Gute ist und wer der Böse ist. Auch das funktioniert seit Tausenden von Jahren. Es gibt für jeden Krieg einen Guten und einen Bösen. So etwas kann man nur machen, wenn man den Leuten die Ursache verheimlicht, vorenthält oder vielleicht sogar selber die Ursachen sogar kennt, aber nicht wissen will. Weil einem so ein Krieg unendlich nützt. Es wäre also die Frage, wem nützt dieser
Krieg? Wem nützen überhaupt Kriege? Und ich denke, es hat noch nie einen Krieg gegeben, der unterm Strich mehr Glück in die Welt gebracht hat als Unglück. Damit ist logisch betrachtet jeder Krieg ein Schuss nach hinten. Und es gilt jetzt natürlich nicht nur für den ganz großen Krieg, sondern es gilt ausnahmslos für jede kriegerische Situation, für jeden Streit, für jede Auseinandersetzung, die aus egoistischen Gründen geführt wird, mit egoistischen Argumenten. Und das wusste schon Nietzsche, und das ist eine ganz wesentliche Erkenntnis. Wenn ich den anderen an meinem Glück beteilige, habe ich weniger Krieg. Man muss sich jetzt nur noch davon überzeugen lassen, dass genug für alle da ist und die Natur, die macht das. Und wenn du gläubig bist, dann vertrau auf den lieben Gott, dass der das macht. Und dass er dazu keinen Krieg braucht, dass sich nicht deine Religion mit einer anderen bekriegen muss. Alles, was du als Regel für dich gut findest und für dich in Anspruch nimmst, das muss auch für alle anderen gelten. Es müssen auch alle anderen in Anspruch nehmen dürfen. Wenn es nur einen Menschen auf der Welt gibt, der das nicht in Anspruch nehmen darf, dann hast du mit diesem Menschen Krieg. Und das ist schon einer zu viel. Natürlich kann man sich immer darauf verlassen, dass man selbst am Ende der Sieger ist. Die Frage ist, welchen Preis wir bezahlen. Der Preis, den wir im Ukraine-Krieg zahlen, das ist nie wieder gut zu machen. Das steht in nicht dem geringsten Verhältnis zu dem, was man da eventuell, wenn man verblendet genug ist, glaubt, gewinnen zu können. Die ganze Welt ist am Ende Verlierer dieser Krise, egal wie sie ausgeht. Putin, Zelensky und für diejenigen, die ein bisschen hinter die Kulissen schauen, auch die USA, die durchaus unter dem Verdacht steht, wesentlicher Drahtzieher dieser Auseinandersetzung zu sein. Zumindest liegt das auf der Hand, wenn man sich fragt, wer könnte sich denn einreden, zumindest, dass er der größte Nutznießer dieser Krise ist. Und wer ist tatsächlich am weitesten vom Ort des Geschehens entfernt und vom Ort aller anderen kriegerischen Auseinandersetzungen, die man so schürt, an denen man so beteiligt ist, wo man so mitmischt, wo man vielleicht sogar öfter oder sehr oft derjenige ist, der das Ganze anzettelt,
der sich das Ganze ausdenkt, bei den Spezialisten in den Denkfabriken der Amerikaner, des amerikanischen Geheimdienstes und der amerikanischen Politik. Da sind wir jetzt wieder wunderschön vom Thema abgekommen, denn worum ging es? Es ging um Gefühle, die wir nicht brauchen, die wir aber haben, die in der Welt weit verbreitet sind und die es eben den Menschen, die bei einem Streit, einem Krieg profitieren, ohne selbst viel einsetzen zu müssen, die diesen Menschen helfen. Sie machen uns zu willfährigen Helfershelfern, zu Ja-Sagern, zu Befehlsempfängern, zu Menschen, die das Abartigste tun, was ein Mensch überhaupt tun kann. Etwas, was völlig gegen die Natur ist. Wie kaputt gemacht muss man sein? Wie sehr müssen die natürlichsten eigenen Gefühle manipuliert sein, damit ich bereit bin, mein Leben zu opfern, meine Gesundheit zu opfern, mich Verletzungen und Schmerzen auszusetzen, weil ich mir einrede, ich hätte etwas davon. Auch hier ist der Preis, den jeder Einzelne zahlt, um unglaublich Vielfaches zu hoch. Rational gedacht, ein schlechtes Geschäft. Und gefühlsmäßig gedacht, eine Katastrophe. Ich sehe schon, ich komme zum Ende des Videos. Das war jetzt Teil 2 und ich bin immer noch nicht wirklich weiter. Immer noch stellt sich mir die ganz große Frage, brauchen wir unsere Gefühle? Und ich hoffe, dass ich im dritten Teil dann darauf endlich ja nicht antworten, die habe ich ja nicht, aber Denkvorschläge bringen kann. Ich will schon mal verraten, wovon ich provokativ ausgehe. Indem ich jetzt was Fürchterliches mache, ich nenne mal ein Beispiel, was in keinster Weise geeignet ist, wo sofort wieder eine ganze Menge Menschen ausrasten würden. Das mache ich übrigens öfters, dieses Beispiel, das Beispiel des Computers. Ja, man kann den Menschen nicht mit einem Computer vergleichen. Da sind wir uns einig. Warum nicht? Weil wir sind weit davon entfernt, denke ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie weit die Jungs sind. Gefühle generieren zu können mit dem Computer. Und ich, der eigentlich über Jahrzehnte lang Gefühle abschaffen wollte, aus einem ganz schlichten und einfachen Grund, nämlich dem Grund, dass mir in meiner Kindheit und Jugend Gefühle eher Schmerzen bereitet haben. Ich hatte durch meine Erlebnisse, durch meine Erfahrungen, ein sehr negatives Gefühl, hätte ich jetzt beinahe gesagt, eine sehr negative Erfahrung gegenüber Gefühlen. Und daher habe ich erstmal grundsätzlich
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Langsam, langsam, langsam. Gefühle sind in der Regel scheiße. Bis ich dann gemerkt habe, ich fühle mich bei der Logik sehr wohl, bei dem Wissen sehr wohl, aber erstens am Ende der Reise geht es nicht um Wissen, das ist das Zweitwichtigste und es ist deswegen so wichtig, weil es die Voraussetzung für das Wichtigste ist, aber das Wichtigste ist ein Gefühl, das Gefühl des Glücks. Und das kann man zwar über Wissen, Information, Logik, Bildung gut vorantreiben. Das kann man mit so Dingen, die so absolut nichts mit Gefühl zu tun haben, scheinen, ich weiß es ja nicht, ob es so ist, wie autogenes Training erreichen, Entspannungsübungen erreichen, Meditation, Achtsamkeitsübungen. Man kann es aber auch erreichen durch Freude am Sport, Freude in einer Beziehung, Freude an Kindern. Also es gibt tausend Möglichkeiten, die man sich aber erarbeiten muss. Und da kann man dann entweder in Gänsefüßchen Glück haben, im Sinne von zufällig draufstoßen. Aber was ist, wenn man dieses Glück nicht hat? Dann braucht man den Verstand. Die Frage lässt sich aber auch umgekehrt stellen. Kann man Glück auch erleben, wenn man keinen Verstand hat? Denn das erste Glück, das ein Mensch überhaupt hat, ist, dass er geboren wird. Aber dieses Glück ist dann schon total davon abhängig, mit welchen Begabungen er geboren wird. Das sind schon Privilegien. Also, wie schaut's aus in der DNA? Wie schaut's aus bei der Vererbung? Und wie schaut's aus bei der Umwelt? In welche Umwelt werde ich hineingeboren? Wie sehr kann diese Umwelt meinem Glück behilflich sein? Aber das Endziel ist das Glück. Und zwar das Erlebte. So geht's zumindest mir. Ich kann zwar sehr viele Voraussetzungen schaffen, um glücklich zu sein. Ich habe das eben schon aufgezählt. Autogenes Training, die richtigen Bücher lesen, die richtige Musik hören, den richtigen Sport betreiben, ein gutes Verhältnis zu Menschen zu haben, die wichtig sind für mein Glück. Meine Kinder, meine Enkel. Obwohl ich durchaus das Ziel habe, jeden Menschen auf der ganzen Welt, jeden, ich betone jeden, so zu lieben, wie ich den Menschen liebe, von dem ich jetzt noch das Gefühl habe, das ist mir der Wichtigste, den möchte ich am meisten lieben. Das möchte ich schaffen, dass ich über den Verstand die Voraussetzungen dafür habe, dass mein Gefühl mir erlaubt, alle so zu lieben. Aber es muss letzten Endes sowohl der Verstand als auch das Gefühl diese schwierige Aufgabe leisten. Und daher der letzte Satz, mit dem es dann hoffentlich im nächsten Video weitergeht. Was nützt es uns,
Der ganze Verstand, das ganze Wissen, die ganze Logik, all die Klugheit, wenn zwei Dinge passieren. Erstens, wenn wir es nicht in den Griff kriegen, dass dieses wichtige System, das System des Sinnvolldenkens, an die Macht kommt. Also nicht die, die das zwar können, aber nur zu eigenen egoistischen Zwecken verwenden. Nicht alle Politiker sind dumm, nicht ganz dumm. Sie sind nur nicht in der Lage, dass sie ihren Verstand dazu haben, Glück für die ganze Menschheit in die Welt zu bringen, damit, wir haben es vorhin schon gesagt, das größte Unglück vermieden werden kann, nämlich Krieg. Also, was ist, wenn wir das noch nicht schaffen? Und ich hoffe mal und sehe das sehr optimistisch, wie ihr merkt. So ganz so groß ist der Optimismus nicht. Was ist, wenn wir es nicht schaffen? Unser Wissen, das täglich wächst, so weiter zu vermitteln, dass es zugunsten aller Menschen auf der Erde benutzt wird. Denn es ist ein Allgemeingut, es ist von der Natur bereitgestellt und die Natur sagt nirgendwo, aber das darfst nur du benutzen, die anderen musst du absichtlich von diesem Wissen fernhalten. Sondern auch hier müssen wir ein Grundprinzip erkennen, Natur ist für alle da. Niemand hat das Recht, die Natur für sich alleine zu beanspruchen. Da das aber nicht klappt, da sowohl unbewusst als auch gezielt bewusst diktatorisch, autoritär Menschen vom Wissen ferngehalten werden, von der Bildung ferngehalten werden, von der Information ferngehalten werden, ja sogar mittels Medienmacht, mittels Macht im Computer, mittels Macht in der eigenen Familie, bei den Lehrern, bei den Religionsfuzzis. Dazu missbraucht wird, Menschen von dem Wissen, das sie haben könnten, haben sollten, das ihnen helfen würde, fern zu halten, damit man sie steuern kann wie Marionetten. Sind die ganz hilflos? Also solchen Menschen, denen der Verstand nicht helfen kann, da wäre ich jetzt bereit zu sagen, dann lasst euch von guten Gefühlen leiten. Hört auf eure Gefühle. Man braucht nicht viel Intelligenz, um die negativen, ich nenne sie sogar die faschistischen Gefühle, auszusortieren. Die habe ich am Anfang schon erwähnt. Hass, Neid, Eifersucht, Streitlust, die Lust, jemanden zu beleidigen, zu kränken, herabzusetzen, ihm Übles nachzusagen, alles mittels der Lüge natürlich, die Lust, jemanden schlecht zu machen, oder, das ist ja schon der Zweck, wenn man jemanden schlecht macht, macht man es, damit man selber besser dasteht, man kann da aber noch eins draufsetzen, deswegen das oder sich selbst so toll darzustellen, wie man gar nicht ist. Ich weiß, wovon ich spreche, denn ich war vom Beginn meines Lebens so erniedrigt worden, dass ich immer den Hang hatte,
Einer muss dich ein bisschen erhöhen. Wenn es keiner macht, mach es selbst. Werde zum Angeber. Und ich war immer ein gnadenloser Angeber. Und ich kriege das so ganz nicht weg. Das weiß jeder, der mich kennt. Alleine meine Sucht, so viel zu reden, ist in erster Linie natürlich Angeberei. Es ist Narzissmus. Purer Narzissmus. Ich könnte aber mit diesem Narzissmus nicht leben, wenn ich ihm nicht auch eine klitzekleine positive Eigenschaft zuschreiben könnte. Und deswegen ist die Frage, gibt es Gefühle, die eine positive Eigenschaft haben, obwohl sie uns unangenehm sind? Das wäre eine zweite Kategorie, zu der würde ich Ängste als allererstes zählen, wenn es keine übertriebene, sondern eine realistische Angst hat, wenn sie mich vorsichtig macht, dort, wo ich vorsichtig sein sollte. Ich halte es also durchaus für eine sehr wichtige Gefühlsart, dass wir eine gesunde Angst haben. Bedauerlicherweise ist ja gerade auch die Angst etwas, was sehr schnell krank wird, zu seelischen, psychischen Krankheiten führt, wo nicht mehr die Logik die Argumente liefert, sondern das reine Gefühl, wo wir aber recht bescheiden, weil noch wenig erforscht und sehr kompliziert, über Menschen helfen können, die dazu gezieltes Wissen und Erfahrung und Berufsausbildung haben. Wir haben also die nützlichen Gefühle, dazu gehört vor allem das Glück. Wir haben Gefühle, die unangenehm sind. Das Glück ist ja in der Regel angenehm, kann, wenn es dann nicht so in Erfüllung geht, wie man denkt, auch sehr unangenehme Folgen haben. Wir haben nützliche Gefühle wie die Angst. Wir haben Gefühle, die wir nicht brauchen, die habe ich schon aufgezählt. Und im nächsten Video beschäftigen wir uns mit der Frage, was macht ein Mensch, der nicht das Glück hat, mit Intelligenz und Bildung aufzuwachsen in einer Gesellschaft, die ihn dann sofort beleidigt, kränkt, diffamiert, herabsetzt, arrogant über ihn steht, sich selbst erhöhend und ihn erniedrigend. Was macht so ein Mensch, wenn er auch die Möglichkeit gar nicht erkennen kann, sich durch Bildung seine Situation etwas angenehmer zu machen, wenn er sogar davor Angst hat, Scheu hat, sich das nicht zutraut? Was macht er? Und ich habe es ja schon angeschnitten. Er muss sich dann, es bleibt ihm nichts anderes, auf seine Gefühle verlassen, auf seinen Instinkt verlassen, auf sein Bauchgefühl verlassen. Alles so Begriffe für eine Geschichte, von der die wenigsten Menschen wissen, wie sie funktioniert. Vielleicht wissen auch die besten Wissenschaftler das noch nicht so genau, aber das Wissen, das wir haben, ist schon recht brauchbar. Und dann nochmal die Wiederholung. Sich hinterfragen. Was bringt mir jetzt das Gefühl? Was hat es mir gebracht? Hat es mich weitergebracht? Hat es mich meinen Zielen näher gebracht? Sind diese Ziele sinnvoll?
wenn einem Menschen, der in Sachen Intelligenzbildung, Wissen, Information nicht so bevorzugt ist, nicht so begütert ist, nicht so reich ist, gute Gefühle, also nützliche Gefühle. Es geht ja darum, dass sie ihm was bringen, dass sie ihn weiterbringen, dass sie den Endzustand des echten, des aufrichtigen, des nützlichen Glücks erreichen. Wenn ihm dabei Gefühle helfen, weil er die richtigen Gefühle herauspickt und die richtigen Gefühle nützt. Also so wie der denkende Mensch auf die richtigen Wissenschaftler setzen muss und auf die richtigen wissenschaftlichen Thesen, so kann der, der dazu weniger begabt ist, versuchen, auf die richtigen Gefühle zu setzen. Und dann komme ich dazu, dass ich viele alte Ansichten revidieren muss, mich totlachen muss über sie, nämlich Ansichten, die sagen, wir sollen die Gefühle abschaffen. Spätestens als ich gemerkt habe, dass das Wichtigste in meinem Leben nicht der Verstand ist, war eine sehr frustrierende Geschichte, fiel mir aber dadurch leichter, dass ich auch gemerkt habe, dass ich gar nicht so viel Verstand habe, wie ich gerne hätte oder wie ich mir gerne eingeredet habe. Das Wichtigste ist, ein Gefühl des Glücks. Und da habe ich das Glück, dass mein Gefühl des Glücks immer wieder davon abhängig ist, dass auch andere Menschen mit mir glücklich sind. Ich kann also außer den bewusstseinsbeeinflussenden Methoden, die ich schon genannt habe, autogenes Training und meine Süchte, denen Nahrung zu geben, indem ich klug genug bin, Süchte mir auszusuchen, die nicht ganz so schädlich sind, Sport, Musik, Nachdenken, nicht Zigaretten, nicht Alkohol, nicht Drogen, etc. Ich kann also letztendlich sagen, der Verstand ist deswegen so toll, weil er kritisch ist, weil er nachdenken kann, weil er überlegen kann. System 2 bei Daniel Kahnemann, er kann überlegen. Die Gefühle sind in System 1. Da wird nichts überlegt, da kommt alles aus dem Bauch, aus dem Herzen, darüber haben wir schon gesprochen. Deswegen nehme ich an, dass im Großen und Ganzen der Verstand hilfreicher ist. Aber was nützt uns das? Und da bin ich wieder beim Beispiel vom Computer. Was nützt uns das neueste Betriebssystem von Windows, wenn wir es einfach nicht begreifen, wenn wir es einfach nicht verstehen, wenn wir noch nicht gelernt haben, wie wir es benutzen können? Solange wir das neueste System nicht verstanden haben, und der Verstand ist eventuell von der Evolution, von der Entwicklung gesehen, noch das neueste System, längst aber nicht das Ende der Fahnenstange. Das wäre schlimm. Ich würde eher sagen, der Verstand ist erst im puren Anfangsstadium, wir sollten ihm viel verzeihen. Solange das alles so ist, sollten wir vielleicht, je nachdem, wie wir mit Verstand umgehen können, gelegentlich auch, wenn es die Lage verlangt, bei Menschen,
die überhaupt keine Ahnung vom neuesten Windows-Betriebssystem haben, unbedingt einfach so lange das alte Betriebssystem verwenden, bis man etwas Besseres gefunden hat. Das alte System ist natürlich nicht besonders gut, sonst hätte man kein neues entwickelt, Logik. Aber das Neue nützt nichts, wenn die Menschen es noch nicht verstanden haben. Letzter Satz. Wer das Instrument Denken und alles, was damit zusammenhängt, also alles mit System 2 nach Kahnemann, nicht nutzen kann, der soll schauen, dass er sich aus System 1 die guten Sachen herauspickt. Mit denen haben nicht nur die ersten Menschen schon überlebt, ich behaupte mal jetzt ganz provokativ, die Mehrheit aller Menschen, die jetzt leben, benutzen immer noch dieses System. Und sie könnten besser leben, aber wie sollen sie es machen, wenn sie nichts anderes haben als dieses alte System der Gefühle?